Eins der Spiel der 37. Eishockey-Meisterschaftsrunde ist erst heute ausgetragen worden. Kloten Flyers gegen ZSC Lions. Die einen wollen Achter werden in der Tabelle, die anderen Erste. Und in der anderen Match gestern ist das Ziel in beiden Fällen um 6 Punkte von den beiden Teams weggeschoben worden. Wichtige 3 Punkte sind das heute also gewesen. Und dann erst noch das Derby. Aber einer hat das wahrscheinlich relativ gelassen genommen, weil er das schon mehr als einmal erlebt hat. Der Matthias Seger, Captain von der ZSC Lions. Er hat heute nämlich sage und schreibe sein 1000. Meisterschaftsspiel von der obersten Spielklasse bestritten. Es ist zwar die völlig normale, kurze Anreise zum Derby nach Kloten. Und doch hat Matthias Seger in den letzten Tagen Zeit gehabt, sich mit diesem Jubiläum zu befassen. 1000 Einsätze in der höchsten Spielklasse ist etwas sehr Exklusives. Nach Ivo Rüttemann, Gilles Montandon und Martin Steinecker ist Matthias Seger erst das 4. Mitglied in diesem Tausender-Club. Matthias Seger, Sie machen Ihre Ausrüstung bereit für ein ganz spezielles Spiel, das 1000. in der NLA. Ein besonderes Gefühl für Sie wahrscheinlich heute? Ja, sicherlich etwas Spezielles, wenn man so jetzt weiss, dass es das 1000. ist. Aber grundsätzlich probieren wir es gleich machen wie immer und hoffe, es kommt auch gut. Die Wunden der schmerzhaften Göpp-Niederlage am Mittwoch in Bern sind verheilt. Für den Löwen-Captain zählt am heutigen Nachmittag nur eines: der Sieg im für ihn 90. Zürcher Derby. Ein alter Bekannter will dies verhindern. Gemeinsam mit dem neuen Klotenchef John Simpson hat Seger seine größten Erfolge gefeiert. Und es ist Segers ZSC, der sich die ersten Chancen erspielt. Patrick Bertschi kommt nicht an Jonas Müller vorbei. Der Glarner auch heute im Klotentor, Yannick Schwendener, ist noch nicht spielberechtigt für die Flyers. Derweil erledigt Captain Seger wie gewohnt seine Arbeit, beschützt den jungen Flüeler-Ersatz Luca Bolzhauser vor dem heranstürmenden Brady Murray. Kloten wird ab Mitte des ersten Drittels stärker. Wieder Brady Murray für Topscorer Matthias Bieber. Thalinder befreit nur bis zu Patrick von Gunten und der trifft. 14. Minute, Kloten geht nicht unverdient in Führung und Matthias Seger muss neben Bolzhauser tatenlos zusehen, wie Nationalmannschaftskollege von Gunten völlig frei zum Schuss kommt. Und so geht es für den Jubilar mit einem Rückstand in die erste Pause. Das Spiel wird im zweiten Drittel intensiver, mit Chancen auf beiden Seiten. Bergeron zu Kunti, Santala holt für Kloten die Scheibe und Peter Kokisberg verwertet den Pass zum 2:0. Der Scheibenverlust von Luca Kunti ermöglicht den Flyers die 2-Tore-Führung in der 29. Minute. ZSC-Coach Mark Crawford sauer, da muss beim Meister mehr kommen und es kommt tatsächlich mehr. Blindenbacher und Künzle bringen immerhin Kloten-Goalie Jonas Müller in Schwierigkeiten. Übrigens noch keine Strafen im Spiel, auch hier nicht. Die Stadtzürcher jetzt mit einer Druckphase. Topscorer Wick. Dann holt sich Gunti den Pöck. Bertschi. Und nochmals Wick, der auch an Müller scheitert. Kloten bringt das 2:0 in die Pause. Matthias Seger zwar im Fokus, aber noch ohne Erfolgserlebnis in seinem 1000. Spiel. Aber es bleibt ja noch ein Drittel. Und die ZSC Lions drücken weiter auf den Anschlusstreffer. Scheppi Künzle und wie wenig da gefehlt hat, zeigt uns die Hintertorperspektive. Nach 42 Minuten und 43 Sekunden dann doch noch die erste Strafe. Mit Baltisberger muss ein Stadtzürcher raus. Kloten kann also alles klar machen. Die Löwen mit einem Mann weniger können sich befreien. Neuaufbau für Kloten bei Müller. Fritsche dazwischen und Dan Fritsche mit dem überraschenden Shorthander. 45. Minute und ausgerechnet Jonas Müller und Patrick von Gunten, die bisher besten Klotener, lassen sich von Fritsche überraschen. Statt 3:0 heißt es 2:1 und kaum sind die Lions wieder zu fünft, kontern sie mit Roman Wick. Dann Maurice Traxler und der Ausgleich. 30 Sekunden nach dem Anschlusstreffer.
Cool gemacht von Maurice Traxler. Kloten drohen, wichtige Punkte für den Playoff-Kampf zu entschwinden. Logisch nimmt John Simpson sein Timeout. Und die Klotener greifen tatsächlich wieder an. Tomi Santala. Fehlpass auf Gunti. Dann wieder Roman Wick. Und da ist die Führung. Das gibt's doch nicht. In weniger als 2 Minuten macht der ZSC aus dem 0-2 Rückstand ein 3-2. Und die Kloten Flyers sind trotz Timeout in sich zusammengefallen. Die Lions beginnen zu zaubern. Robert Nilsson grandios, aber Shannon scheitert an Müller. Für die Schlussphase der ZSC gar in Überzahl. Kloten befreit und dann Matthias Seger schlägt über die Scheibe. Guckisberg vergibt gegen Bolzhauser den Ausgleich. Durchatmen bei Seger und den Lions. Sie sind ja noch immer in Überzahl. Ryan Keller. Für Patrick Bertschi. Müller hält, aber Bertschi zum zweiten mit dem 2-4. 1:12 vor Schluss ist das Spiel entschieden. Aber es war haarscharf. Und nach dieser Szene hier hat sich Matthias Seger bei Spielschluss sofort bei Luca Bolzhauser bedankt. Eine bittere Niederlage für die Flyers. Umso süßer der 10. Derby-Sieg in Serie für Jubilar Matthias Seger und seine ZSC Lions. Ja, und dann ab und die Dusche und schon bei uns. Herzlich willkommen, Matthias Seger. Willkommen. Nur geschafft, der Kult, dann der Götter absitzt. Super, das ist nett. Merci. Ja, ein bisschen näher. Ein bisschen näher, ja, näher kommen. Ja, das genau. Ist, das ist mehr, das ist. Ja, sie kommen als Sieger zu uns. Ja. Hat aber lange nicht so ausgesehen. Ja, wirklich. Es war knapp. Ja. Ich bin jetzt noch froh. Sonst wäre ich wahrscheinlich ein bisschen gebückter reingelaufen. Aber ja, es war knapp. Ich glaube, Claude hat am Anfang sehr viel mehr fürs Spiel gemacht. Sie haben auch verdient geführt. Aber sie haben es trotzdem noch geschafft. Sie haben auch ein bisschen Glück gehabt. Und, aber ich bin froh. Und das zeichnet aber gleich eine große Mannschaft aus. Auch wenn es nicht läuft, kann man dann den Match irgendwie gleich noch drehen. Ja, sicher. Wir haben gewusst, wir müssen einfach dranbleiben. Uns ist natürlich auch bewusst, in welcher Situation das Kloten steckt. Wenn wir das erste Goal geschossen haben, haben wir gewusst, sie werden ein bisschen einbrechen. Das ist immer so bei Mannschaften, die in so einer Situation stecken, wie Kloten zurzeit drin ist. Man hat natürlich, sie haben ein bisschen weniger Selbstvertrauen und dann kann das schnell passieren. Aber ja. Es ist auch sehr schnell gegangen. Sie wissen, wie es geht, oder? Das war Ihr 1000. Spiel gewesen und das ist eine unglaubliche Serie und Leistung mit vielen Höhepunkten. Und jetzt wollen wir uns erst mal an ein paar Höhepunkte erinnern. Nicht auf Schlittschuhen, sondern auf Plastik und mit Inlineskates fällt Matthias Seger 1997 als Torschütze zum ersten Mal den Kameras des Schweizer Fernsehens auf. Nur ein halbes Jahr später sorgt Seger beim SC Rapperswil Jona auch auf dem Eis für Furore. Schnell entwickelt sich der junge Ostschweizer zu einer festen Größe in der Nationalliga A und auch zu einem beliebten Interviewpartner. Einmal gehen sie, ist auch ein bisschen Glück im Spiel. Seger entwickelt sich schnell. Nicht nur in den Interviews. Ja, ich glaube, es ist alles möglich. Sondern auch spielerisch. 1998 gibt er unter Ralf Krüger sein Debüt in der Nationalmannschaft. 279 Mal hat Matthias Seger seither für die Schweiz gespielt. Das ist natürlich Rekord. Der Höhepunkt, ganz klar die WM 2013 in Schweden. Die Schweiz stürmt, angeführt von Captain Seger, in den WM-Finalen. Das macht mich extrem stolz, die Gruppe von Jungs, die hier zusammen sind, die einander, ja, einander unterstützen, füreinander spielen, füreinander kämpfen.
Es ist ein unglaubliches Gefühl. Seger und Co. holen in Stockholm sensationell die Silbermedaille. Im größten Moment in der Geschichte des Schweizer Eishockeys ist Seger aber unzufrieden. Er versteckt die Medaille unter dem Shirt. Er kann und will sie im ersten Moment nicht sehen. Seger wäre nicht Seger, wenn er nicht immer nach mehr streben würde. Und das ist nur eine Qualität, die den Captain der Nation auszeichnet. Er ist der geborene Leader. Matthias Seger löst so viele Probleme im Hintergrund und macht mir und unserem Sportchef Edgar Salis den Job um einiges leichter. Ihm entgeht nichts und er ist immer engagiert bei der Sache. Seine Leistung ist ihm wichtig, aber auch die der anderen Spieler. Er macht die Spieler um ihn herum einfach besser. Seit 1999 spielt Matthias Seger für die ZSC Lions. Fünfmal gewinnt er mit den Zürchern die Meisterschaft. 2009 sogar die Champions Hockey League. Und auch Stanley Cup-Gewinner sind nicht sicher vor Seger und Co. 2009 gewinnen die Lions auch noch den Victoria Cup gegen die Chicago Blackhawks. Seger ist aber nicht nur erfolgreich, er ist auch sehr populär. 2013 wird er zum beliebtesten Spieler der gesamten Liga gewählt. Bei den Schiedsrichtern bin ich nicht so populär. Letztes Jahr hat 10 Minuten Strafe bekommen, sogar 2. Aber ja, nein, ist natürlich schön, eben immer einen Preis gewinnen. Hier natürlich am liebsten Youngster of the Year gewonnen, aber auch den nehme ich auch. Mit 37 Jahren ist Matthias Seger definitiv nicht mehr der Jüngste. Dafür ist er umso wertvoller für die ZSC Lions und das Schweizer Eishockey im Allgemeinen. Es steht ja nie genau geschrieben, was ein Captain alles machen muss. Das tun die Captain sozusagen selber interpretieren. Und der Wort von ihrem Trainer nämlich, sie nehmen ziemlich viel auf sich. Ich weiß auch nicht, haben sie unserem Trainer etwas gezahlt? Das ist ja der sagt nur die Wahrheit. Ja, sicher. Es gibt natürlich viele Aufgaben, die man als Captain hat. Man ist sicherlich das Bindeglied vom Coach zu der Mannschaft oder auch von der ganze Organisation zum Team oder mal ein bisschen schauen, wie es im Team geht, wie sich die Spieler drin fühlen und das auch ein bisschen rausgespüren, wenn es Probleme gibt. Und ich glaube, das sind die Hauptaufgaben. Also so das feine Gespür, bevor Probleme entstehen, sofort, wenn ein Feuerwehrmann statt mit der grossen Spritze schon mit dem Feuerlöscher schnell. Ja, oder vielleicht der Feuermelder schon. Ja, aber ja, das stimmt. Wir müssen natürlich schon schauen, dass man wahrscheinlich Probleme angeht, bevor sie zu gross sind. Aber ich muss auch sagen, ich bin hier in Zürich natürlich nicht der Einzige, der das macht. Ich meine, wir haben sehr eine erfahrene Truppe, sehr viele Spieler, die mir extrem viel helfen, die grosse Leaderfiguren sind. Und das macht meinen Job auch relativ einfach. Von den vielen Erfolgen, die Sie haben, Sie haben schon so viele Pokale entgegennehmen. Gibt es einen Moment, das ist der, den Sie nicht mehr missen wollen? Wenn Sie nur einen dürfen behalten? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, wenn man so viel gewonnen hat. Ich glaube, jeder Titel ist sehr speziell. Es ist auch schwierig, die gegeneinander zu werten. Aber wenn man wahrscheinlich etwas rausnehmen muss, ist sicherlich der zweite Platz der Weltmeisterschaft. Das ist sicherlich ein unglaubliches Erlebnis, weil es ist nicht nur für das Eishockey in Zürich, sondern es ist für das Eishockey in der ganzen Schweiz und auch die Unterstützung, die wir von der ganzen Bevölkerung hatten, es ist wirklich enorm gewesen. Und es ist sicherlich wahrscheinlich das grösste Erlebnis, das ich hatte. Und dann gibt es natürlich sofort die Gegenfrage, wann war der schwierigste Moment gewesen von Ihrer Karriere? Ja, ist gut. Die haben ja alle verdrängt, das ist gut. Also gut, dann reden wir gar nicht mehr darüber. Aber reden wir vielleicht ein bisschen von Ihren Partnern, weil im Eishockey, da gibt es immer die Verteidiger. Paar, was sind so Ihre markantesten Partner, wo Sie am längsten mit Ihnen sind oder am liebsten oder die besten? Ja, es gibt sehr viele. Ich habe mit fast allen gerne gespielt, die habe ich einen Partner. Aber eben, wahrscheinlich Karim Marti können, wo ich meine Nationalkarriere anfangen konnte. Dann Marc Streit, wo wir eigentlich die ganze Junioren-Nationalmannschaft bis A-Nationalmannschaft zusammengespielt haben. Vielleicht
ja, in Zürich die Spieler Salis oder all die grossen Namen, die ich durfte zusammenspielen durfte. Ja, der viele. Eine Mal gestreut ist dann in der NHL gelandet. Ist das für Sie eigentlich nie ein Thema gewesen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich immer zu weit davon weg gefühlt. Ich habe mich auch nie fähig gefühlt, um diesen Schritt zu machen. Aber, Sie sind wahrscheinlich auch etwa 5 bis 10 Jahre zu früh auf die Welt gekommen, oder? Sie wären ja wahrscheinlich dann der Erste gewesen, wenn Sie es geschafft hätten, so von den Jahrgängen her. Ja, also es hat schon ein paar Fahrer noch gehabt, die es probiert haben. Und ich meine, also ein grosses Chapeau, was der Marc Streit gemacht hat. Ich meine, ich glaube, das Durchsetzungsvermögen und der Biss, den er an den Tag gelegt hat, ist wirklich unglaublich. Aber es stimmt, wenn ich vielleicht 5 bis 10 Jahre später geboren wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch mehr oder hätte man mehr zugetan, um es zu schaffen. Es ist natürlich auch so, dass in der heutigen Zeit mit den modernen Medien wissen natürlich die jungen Spieler alles über die NHL. Wir haben früher eigentlich sehr wenig bis gar nichts gewusst. Sie sind sicher ein spezieller Typ, dass Sie so lange ausgehalten haben. 1000 Spiele, da muss man ja irgendwie jemand Besonderes sein. Und das können wir ja auch mit ein paar Bildern beweisen, dass Sie nicht der 0815-Mensch sind. VW-Bus statt Ferrari, Kindertraining statt Ausgang. Matthias Seeger ist kein 0815-Eishockey-Profi. Für den Weg ins Training nimmt er auch ab und zu sein Fahrrad oder das Damm. Legendär dieses Bild aus den frühen Morgenstunden nach der Lions-Meisterfeier vor 3 Jahren. Matthias Seeger, nicht der Klischee-Profi, aber doch eines der besten Aushängeschilder des Eishockeys. Also freut mich natürlich immer, fährt der VW-Bus wirklich noch? Der ist ja 20 Jahre alt oder so etwas. Das ist eher noch älter, das ist im 75er-Jahrgang, aber er fährt unglaublich sehr gut, sehr gut. Und Sie spielen einfach so lange, wie der Bus noch fährt, oder wie ist das? Ich glaube, so lange kann ich nicht mehr, spielen, aber ja, ich schaue natürlich schon auch, dass der Bus noch ein Zeit fährt. Ich probiere auch, dass ich noch ein Zeit spielen kann. Sie haben natürlich eine Familie, Sie haben noch ein normales Leben. Ihre Frau ist ja Psychologin. Hilft Ihnen das vielleicht sogar Ihrem Captain-Amt? Ja, also sie probiert mich natürlich allen Lebenslagen zu unterstützen. Ich hatte auch schon schwierige Phasen als Captain und ich glaube, da haben wir auch sehr viele Gespräche geführt und sie hat mir da sicherlich auch können helfen. Und da geht das Gerücht, wenn Sie aufhören, dieses Hockey spielen, wird Ihr Beruf ausmachen? Sie? Ja, ich weiß es wirklich noch nicht, was ich mache nach der Karriere. Und es ist sicherlich eine Option, eben, weil ich glaube, meine Frau hat sehr viel zurückgesteckt jetzt über all die Jahre, wo ich immer an die WM bin und immer weg bin. Und eben, sie hat studiert. Und ich glaube, es wäre vielleicht auch an der Zeit, mal etwas zurückzugeben. Wobei, das kann noch ein Zeit dauern, weil wir haben Ihren Coach dann nämlich auch noch gefragt, wie lange, glauben Sie, macht es der Matthias Seeger noch, da kommt seine Antwort. Wir haben Matthias Seeger mitgeteilt, dass er, solange er will, bei uns spielen kann. Er hat immer noch den absoluten Siegeswillen. Bei vielen Spielern nimmt der Siegeswille mit den Jahren ab. Bei Matthias Seeger ist es genau umgekehrt. Und das ist gleich erstaunlich, oder? Wenn man so lange spielt, woher nehmen Sie dann immer noch jedes Jahr die Motivation? Ja, aber es ist jedes Jahr natürlich eine neue Aufgabe. Ich meine, man ist eine neue Mannschaft und hat das Ziel, zum Meister zu werden. Und es ist jedes Jahr sehr interessant, es ist jedes Jahr anders. Und ich glaube, aus dem kann man auch Motivation schöpfen. Und Sie haben das Glück gehabt, nicht sehr häufig sehr schwer verletzt zu sein. Gibt es da irgendeine Spielweise? Können Sie da den jungen Spielern einen Tipp geben, wenn man so gut durch all die Schlachten durchkommt? Ja, ich gehe nur die Zweikämpfe rein. Das stimmt natürlich nicht. So viel verstehe ich dann immer noch von Hockey. Nein, ich glaube, ich habe natürlich auch jetzt Glück gehabt in meiner Karriere. Sicherlich hatte ich auch mal eine grosse Verletzung gehabt. Es war ein Hirnerschütter, glaube ich, im 0-5. Und ich glaube, das ist auch eine sehr schwierige Verletzung, weil man nie weiss, wie lange das geht. Es ist nicht ein Knochenbruch, wo man eigentlich sagen kann, dann ist alles wieder verheilt. Aber jetzt sind Sie topfit. 3 Punkte fehlen noch nicht mal. Der erste Rang nach der Qualifikation ist das Ziel.
Ja, sicher. Eben, wir haben gesehen, in den letzten Playoffs, wir hatten zweimal das Heimspiel in Spiel 7 und das war sehr wichtig für uns. Und darum ist natürlich jetzt das Ziel auch klar, dass wir unbedingt den ersten Platz erobern wollen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Verfolgen von dem Ziel. Gratulieren nochmal zu 1000, man kann sich das fast nicht vorstellen, 1000 Eishockey-Spiele in der obersten Spielklasse und wünschen weiterhin alles Gute. Der Matthias Seeger! Merci.